Die 20-jährige Kim Winkelmann macht eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Nach einem anstrengenden ersten Lehrjahr freut sich die Berlinerin auf einen schönen Urlaub in Tunesien. Doch bevor sie mit ihren beiden Freundinnen in den Süden fliegt, muss sie noch ihren Reisepass im Bürgeramt beantragen. Kim ahnt nicht, dass sie damit eine Lawine ins Rollen bringt, die ihr ganzes Leben verändern wird. Das ist aber komisch. Wieso? Was ist jetzt komisch? Naja, in der Geburtsurkunde steht, dass sie männlich sind. Kann doch gar nicht sein. Okay, ja, aber man sieht das doch, dass das ein Missverständnis sein muss. Moment mal, ich guck mal noch mal nach. Da. Also bei meinem Computer in der Datenbank steht auch, dass sie männlich sind, ja? Sie haben sich jetzt aber nicht irgendwie in der Geschlechtsumwandlung unterzogen. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Machen Sie sich jetzt auch noch über mich lustig? Nein, aber das kann man halt nicht so lassen, das geht so nicht. Das müssen Sie in Ihren, da müssen Sie Ihre Geburtsunterlagen müssen Sie ändern, ja? Da müssen Sie in meinem Geburtsregister nachfragen. Ich kann da nichts für Sie tun. Ja, toll. Danke. Ja, leid, ja. Kim hat im Bürgeramt erfahren, dass das Geschlecht in ihrer Geburtsurkunde falsch eingetragen ist. Die Auszubildende muss nun extra das Geburtenregister des Standesamtes aufsuchen, um ihre Urkunde ändern zu lassen. Denn nur so erhält die 20-Jährige einen gültigen Pass für ihre Urlaubsreise. Enttäuscht und verärgert will sie ihre Eltern Nadja und Roland ein paar Stunden später zur Rede stellen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Tippfehler. Genau. Ja, aber dieser Tippfehler, weißt du, jetzt muss ich wieder zum Geburtsregister und muss alle Geburtsunterlagen ändern lassen. So, wenn ich keinen neuen Reisepass kriege, dann kann ich mir den Urlaub mit den Mädels gleich in die Haare schmieren. Ach, Schätzelein, mach dir gar keinen Stress. Ich erledige das für dich. Genau. Und ich kann das wirklich gut mit den Ämtern. Das ist keine große Sache. Hm? Es ist ja lieb gemeint, aber ich bin erwachsen genug. Es ist ja auch mein Problem. Ich stehe da ja mit falschem Geschlecht drin. Ich gehe damit einfach zum Anwalt und der kümmert sich dann darum und dann ist die Sache auch erledigt. Ein Anwalt? Anwalt? Meinst du nicht, dass du jetzt gerade ein bisschen arg übertreibst? Hast du zu viel Geld? Wisst ihr, was ein Anwalt kostet? Also ich bin dafür, dass ich das erledige. Genau. Nein, ich mach das. Was ist denn los mit euch? Na, nichts ist los. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten, das ist lächerlich. Bei mir stand auch mal 1,80 im Pass drin. Und, hat's mich gestört? Nee. Das ist aber auch was anderes. Ihr versteht mich nicht. Ich will, dass das ins Reine gebracht ist, bevor ich in Urlaub fahre. Und darum kümmere ich mich jetzt auch alleine. Oh Gott, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Meine Eltern waren ja gerade total komisch. Als ich vom Anwalt gesprochen habe, wollte Mutti die Geburtsurkunde am liebsten gar nicht mehr hergeben. Verheimlichen die mir irgendwas? Kim ist die Bevormundung ihrer Eltern endgültig leid. Immerhin ist sie volljährig und damit auch voll geschäftsfähig. Die 20-Jährige möchte Rechtsanwalt Bernd Römer mit den Änderungen ihrer Papiere beauftragen. Denn nach einem genaueren Blick auf ihren Personalausweis hat sie festgestellt, dass ihr Geschlecht auch dort falsch angegeben ist. Kim hofft, dass der Jurist die Änderungen schnell veranlassen kann. Natürlich kann im Krankenhaus das mal passieren als Flüchtigkeitsfehler, was weiß ich. Was mich wundert, ist, dass es später nie aufgefallen ist oder dass ihre Eltern sich dann nicht darum gekümmert haben, das zu korrigieren oder bei der Einschulung, wo auch immer. Wahrscheinlich haben die da gesagt, ja, ja, machen wir noch. Ich meine, der Vorname ist Kim. Das ist natürlich jetzt vielleicht kein so typisch weiblicher Vorname. Da könnte man auch denken, das ist ein Junge. Wahrscheinlich sind sie deshalb so lange damit durchgekommen. Aber man sollte das machen. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum Personenstandsregister, zum Geburtsregister und sorgen dafür, dass das geändert wird. Also das würde ich dann machen. Okay. Es könnte höchstens sein, dass da eine ärztliche Untersuchung auf Sie zukommt. Aber ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich hatte den Fall jetzt noch nie. Okay. Sollte aber eine Formalität sein, dann kriegen wir das hin. Dann ändern wir das. Ja, solange es schneller erledigt ist, ne? Ja. Weil wird ja gerne. Ja, richtig. Genau. Wie gesagt, für den Reisepass auf jeden Fall zu empfehlen, sonst stehen Sie irgendwo bei der Grenzkontrolle und Sie werden nicht reingelassen. Ich hoffe, die stellen sich beim Amt da nicht völlig quer. Möglicherweise müsste ich dann auch noch die Unterlagen aus dem Krankenhaus besorgen. Na ja, gut, schauen wir mal. Bernd Römer hat eine Vollmacht von Kim erhalten und macht sich auf den Weg zum Standesamt. Um jedoch das Geschlecht seiner Mandantin umtragen zu lassen, wird eine Kopie von Kim Winkelmanns Geburtsunterlagen benötigt. Gleich am nächsten Morgen will der Jurist die Unterlagen persönlich beim Krankenhaus abholen. Dieses Mal begleitet ihn seine Mandantin.
Sie wissen müssen, meine Mutter hat hier früher als Krankenschwester gearbeitet. Ah, tatsächlich. Ja gut. Dann war sie am besten vertraut hier mit dem Krankenhaus, ne? Ja. Ja. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie schwanger war und dass sie hier bei uns entbunden hat. Also das ist mir völlig entgangen. Doch, da hat sie mir jedes Mal von erzählt. Ist ja auch schon 20 Jahre her. Ja, guck mal eben nach. Ja. Ist ja komisch. Laut Computer sind sie bei uns nicht geboren worden. Doch, da bin ich mir aber sicher. Meine Mutter hat mir jedes Mal, wenn wir vorbeigekommen sind oder auch nur in der Nähe waren, davon erzählt. Weil sie ja hier auch alle kannte, hat sie sich ja eben gerade bei der Geburt wohl besonders wohl gefühlt. Also wissen Sie, in der Geburtsurkunde ist ja auch festgehalten, dass sie ein Mann ist. Vielleicht ist jetzt da auch im Computersystem irgendein Fehler drin. Vielleicht ist der Name nicht richtig erfasst. Gucken Sie doch mal unter Finkelmann oder Finkemann oder irgendwas. Oder Winkemann. Das ist ja merkwürdig hier. Laut Personalarchiv und den Dienstplänen hat Nadja hier bis zum letzten Augenblick gearbeitet, bis zum Geburtstermin, anschließend vorher. Das heißt, sie wäre ja hochschwanger arbeiten gekommen, ja, und danach wieder zu den Patienten. Das geht doch gar nicht, das ist doch absoluter Quatsch. Also es tut mir leid und eigentlich habe ich mich auch schon weit aus dem Fenster gelehnt und eigentlich durfte ich gar nichts mehr sagen. Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? Was wir jetzt machen, ist, wir sprechen mit Ihren Eltern. Und vorher klappern wir alle Krankenhäuser hier in der Umgebung ab und gucken, ob sie hier irgendwo erfasst sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir zu Ihren Eltern und sagen, jetzt wollen wir wissen, was Sache ist. Also, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat, meine Mutter hat mich auf jeden Fall angelogen. Ich hoffe einfach mal, dass Herr Römer mir da jetzt irgendwie helfen kann, die Wahrheit rauszufinden. Kim sucht mit ihrem Anwalt Bernd Römer alle in Frage kommenden Krankenhäuser auf, doch nirgendwo ist ihre Geburt verzeichnet. Die 20-Jährige ist völlig ratlos. Sie versteht nicht, warum ihre Eltern sie angelogen haben. Bernd Römer hält es für möglich, dass seine Mandantin adoptiert worden ist. Diese plausible Vermutung will er der Auszubildenden nun schonend beibringen. Soll ich Ihnen das jetzt sagen? Ich habe eigentlich schon länger eine Vermutung. Ich wollte aber erst mal abwarten, was die Recherche mit dem Krankenhaus ergibt. Dabei ist ja jetzt nichts rumgekommen. Und Nun fangen Sie bitte nicht auch noch an, rumzudrucken. Reden wenigstens Sie Klartext mit mir. Also ich glaube, dass Ihre Eltern gar nicht Ihre Eltern sind. Und dass Sie möglicherweise adoptiert worden sind. Und zwar auf eine nicht ganz legale Art und Weise. Und deshalb lasst es sich auch nicht nachvollziehen. Illegale Adoption bei meinen Eltern? Nein, das kann nicht sein. Nee. Ich kann mir das nicht anders erklären. Es gibt so viele Unstimmigkeiten. Was Ihre Mutter sagt, ist Unsinn. Ihre Mutter kann nicht schwanger gewesen sein, als Sie zur Welt gekommen sind. Und da kann sie nicht im Krankenhaus gearbeitet haben. Das ist unstimmig. Die kann nicht mit einem Schwangerschaftsbauch von 9 Monaten als Krankenschwester da rumturnen, in der Mittagspause mal kurz in den Kreissaal gehen, sie zur Welt bringen und danach weiterarbeiten. Das ist absurd. Das ist auch gar nicht zulässig. Ja, stimmt schon, aber... Ja, und was soll ich jetzt machen? Sie müssen mit Ihren Eltern reden. Dringend. Die müssen jetzt mal Farbe bekennen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation für meine Mandantin. Nicht zu wissen, ob die Eltern die richtigen Eltern sind, ist schon schlimm genug. Und jetzt wissen wir aber noch nicht, was dazu noch kommt. Wenn das eine illegale Adoption gewesen ist, wenn da vielleicht Kinderhandel im Raum steht, was da noch alles dranhängt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir müssen die Eltern zwingen, Farbe zu bekennen. Und notfalls machen wir das auch mit juristischen Mitteln. Rechtsanwalt Bernd Römer ist der festen Überzeugung, dass seine Mandantin adoptiert worden ist. Für Kim wäre es das Schlimmste, wenn Nadja und Roland gar nicht ihre leiblichen Eltern wären und sie 20 Jahre lang angelogen hätten. Um der schrecklichen Ungewissheit ein Ende zu setzen, sucht die 20-Jährige das Gespräch mit ihnen. Kim ist extrem angespannt. Ich will jetzt wissen, was Sache ist. Ihr seid doch meine richtigen Eltern, oder? Kim, wie kannst du sowas sagen? Natürlich sind wir deine richtigen Eltern. Ich bitte dich. Es ist alles in bester Ordnung. Dem möchte ich ein wenig widersprechen. Laut Geburtsurkunde ist Ihre Tochter ein Mann. Und laut Krankenhausauskunft ist sie überhaupt nicht auf der Welt. Da können Sie doch nicht sagen, es ist alles in bester Ordnung. Was mischen Sie sich eigentlich hier ein? Das geht Sie nämlich gar nichts an. Ich gehe auch nicht zu Ihrer Familie und mische mich da ein in Ihre Angelegenheiten. Dem möchte ich auch widersprechen. Ihre Tochter hat mich mandatiert. Ich bin der Anwalt Ihrer Tochter und als solcher berechtigt und bevollmächtigt, hier die entsprechenden Fragen zu stellen zu Ihrer tatsächlichen Herkunft. Die müssen Sie natürlich uns jetzt hier nicht beantworten. Aber vor Gericht werden sie es tun müssen. Und das wird der nächste Schritt sein. Ich weiß nicht, ob das in Ihrem Interesse ist, deswegen einen Prozess zu führen. Was heißt denn hier der nächste Schritt?
Du willst uns verklagen? Sagt mir jetzt einfach, was Sache ist, was wirklich passiert ist und dann ist die ganze Sache gut. Dann muss ich nicht vor Gericht ziehen. Andernfalls sehe ich für mich keinen anderen Weg zu wissen, was wirklich passiert ist. Kim, also gut, du hast recht. Wir sind nicht deine biologischen Eltern, aber wir lieben dich. Du bist unser Kind. Ich weiß es nicht. Ihr habt mich angelogen? Ihr habt mich total verarscht. Wer sind meine wahren Eltern? Wo bin ich wirklich geboren? Jetzt habt endlich den Arsch nach Hose und sagt mir, was Sache ist. Wir sagen jetzt erstmal gar nichts mehr. Und Kim, auch wenn wir nicht deine biologischen Eltern sind, wir lieben dich seit deiner Geburt. Mann, glaub uns das. Es reicht mir. Wenn ihr nicht mal jetzt es hinkriegt, mir zu sagen, was wirklich passiert ist, Kim, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Mir reicht's. Nein, lass mich bloß in Ruhe, echt. Überlegen Sie sich das bitte. Herr Römer hat mich ja wirklich darauf vorbereitet. Aber ich habe wirklich bis zum Schluss gehofft, dass meine Eltern irgendeine andere Erklärung dafür haben. Und jetzt? Jetzt stehe ich vor einem einzigen Scherbenhaufen, der sich mein Leben nennt. Alles aufgebaut auf einer einzigen riesengroßen Lüge. Dass Nadja und Roland Winkelmann gar nicht ihre leiblichen Eltern sind und ihr das 20 Jahre lang verschwiegen haben, ist für Kim eine Katastrophe. Sie bricht den Kontakt zu ihren Eltern ab und zieht zur Zwischenmiete in die Wohnung einer Freundin. Doch nach und nach wächst in Kim das Verlangen, mehr über ihre wahre Herkunft zu erfahren. Sie möchte ihre biologischen Eltern kennenlernen und verstehen, warum sie nicht bei ihnen aufgewachsen ist. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Oh, tja, das bringt mir jetzt aber auch nichts mehr. Ich verstehe doch, dass du wütend bist. Wie großzügig von dir, wirklich. Kim, jetzt hör mir doch mal zu, bitte. Bitte setz dich zu mir. Ich möchte dir was erklären. Das ist so. Ich kann keine eigenen Kinder bekommen. Und ich habe mir immer so sehr welche gewünscht. Und ich bin krank darüber geworden. Depression. Und die Chancen, mit einer solchen Erkrankung ein Kind zu adoptieren, die sind gleich null. Und dann habe ich deine leibliche Mutter kennengelernt. Wo hast du sie denn kennengelernt? Im Krankenhaus. Sie kam nach einem Überfall. Ohne Papiere, ohne Krankenkassenkarte, ohne Ausweis und hochschwanger. Ein Überfall? Ja, Kim, so leid es mir tut. Deine Mutter ist ein Straßenmädchen. Du meinst eine Obdachlose? Ja, und im Krankenhaus habe ich mich um sie gekümmert. Sie hat mir so wahnsinnig leid getan. Und auf einmal ist sie einfach abgehauen. Die hatte so eine Angst vor der Polizei. Gott sei Dank hat sie mir gesagt, wo sie sich aufhält. Ja. Und so haben wir weiter Kontakt gehalten. Als du dann geboren wurdest, Kim, es war ja nicht geplant für sie. Sie konnte dich nicht behalten. Du wärst mit ihr in der Gosse gelandet. Also habt ihr mich dann einfach mitgenommen, oder wie soll ich das verstehen? Nein, sie hat dich uns gegeben. Ich bin dann ins Krankenhaus, ich habe alle Unterlagen gefälscht, um alle Spuren zu verwischen. Die wussten ja, dass ich gar nicht schwanger war. Und wieso steht denn in meinen Unterlagen, dass ich männlich bin? Weißt du, wie nervös ich gewesen bin? Das kannst du dir doch vorstellen. Da muss mir irgend so ein Fehler unterlaufen sein. Das ist gerade echt heftig für mich. Ich weiß, Kim. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Das kann ich dir jetzt wirklich noch nicht sagen. Ich meine, ich will jetzt einfach bloß wissen, wer ist sie? Wo kommt sie her? Wo kann ich sie finden? Bitte, Kim. Nein, ich bin doch deine Mama. Du verstehst es einfach nicht. Ich will wissen, wer meine Mutter ist. Ich will wissen, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln sind. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich werde gucken, was ich rausfinden kann. Und wenn sich irgendwas Neues ergibt, melde ich mich bei dir. Ja, du weißt ja jetzt, wo ich wohne. Danke dir, Kim. Alles gut. Meine Mutter muss ja echt verzweifelt gewesen sein. Irgendwo ist es zwar schön, die Wahrheit zu wissen, aber der Gedanke, dass da draußen eine fremde Frau rumläuft, die meine richtige Mutter ist, das ist schon heftig. Ich will sie aber trotzdem unbedingt finden und kennenlernen. Aus Angst, ihre Tochter zu verlieren, hält Nadja Winkelmann ihr Versprechen und bringt Rechtsanwalt Bernd Römer und Kim in die Berliner Hausbesetzer-Szene. Denn hier soll Kims leibliche Mutter Andrea Schrewe seit vielen Jahren leben. Kim ist nervös und hofft inständig, dass ihre obdachlose Mutter sich über ihren Besuch freuen wird.
dass die Winkelmanns meine Mandantin, die Kim, vor 20 Jahren einfach so zu sich genommen haben, an den Behörden vorbei, ohne eine reguläre Adoption durchzuführen. Das halte ich schon für moralisch äußerst fragwürdig. Ob es eine Straftat ist, hängt davon ab, ob Geld geflossen ist dafür. Das kann ich hier nicht ausschließen, das wäre dann Kinderhandel. Meine Mandantin kann das zur Strafanzeige bringen, ich als Anwalt muss es nicht tun. Ob ich meiner Mandantin das raten würde, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Frau Schrewe? Hallo? Schönen guten Tag. Was ist los? Frau Schrewe, Andrea Schrewe, sind Sie das? Was ist los? Hau ab, du Fohl! Ich meine, lass mich mal in Ruhe, hau ab. Hey, Andrea, guck mich an, ich bin's Nadja. Nadja aus dem Krankenhaus vor 20 Jahren. Nadja? Ja, ey. Ich will keinen Ärger, lass mal in Ruhe. Nein, bleib ruhig. Bleib ganz ruhig. Ich will keinen Ärger, lass mal in Ruhe. Wir wollen dir keinen Ärger machen. Hier ist nur jemand, der dich kennenlernen möchte. Andrea, deine Tochter, Kim. Was, meine Tochter? Ich hab keine Tochter, ich kenne mal ihren Vater. Verpisst euch alle Frau, hier. Frau Schrewe, niemand will Ihnen irgendwas tun. Es ist so, ich bin Anwalt, ich habe Ihre... Vertrete Ihre Tochter. Ihre Tochter hat alles versucht, um Sie ausfindig zu machen, Frau Schrewe. Sie möchte nur mal kurz mit Ihnen reden. Was wollt ihr von mir? Verpisst euch. Da hat sie noch eine Mutter. Was wollt ihr denn? Sie wollt ihr? Haut ab, raus. Verpisst euch. Gott, im Himmel. Das tut mir leid. Gott, Kind. Das tut mir sehr leid. Komm her, Schatz. Komm her. Ich hab dir gesagt, wie du drauf bist. Die eigene Mutter in dem Dreck leben zu sehen, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und zwar kein schönes. Ich muss ihr da raushelfen. So kann ich sie doch nicht leben lassen. Ich bin ihre Tochter, da muss ich helfen. Aber ich weiß nicht wie. Your mouth is a revolver. Nach der Zurückweisung von Andrea Schrewe ist Kim maßlos enttäuscht. Doch trotz der Distanz hat sie Mitleid mit der obdachlosen Frau. Kim findet es furchtbar, dass ihre eigene Mutter unter solchen Umständen leben muss. Sie will Andrea helfen und sie besser kennenlernen. Andrea? Hi. Wer bist du denn? Ich bin Kim, ich war gestern schon mal da, deine Tochter. Ach, du bist das, was willst du denn hier? Ja, ich dachte, du hast vielleicht Hunger, ich hab dir was zu essen mitgebracht. Was, du hast mir was zu essen mitgebracht? Denn gib her. Was ist denn da drin? Zeig mal. Ey, ist ja irre geil, Frikadellen. Was ist da noch drin? Kartoffelsalat. Ich hab dir... Was hast du? Ich hab dir auch Besteck mitgebracht. Ach, brauch kein Besteck. Komm rein, Mann. Da riech ich irre. Hast du noch mehr von den Dingern oder was? Kannst du ruhig hinsetzen hier in meine gute Stube. Ja, ich hab extra für dich gekocht. Ich koch auch gern. Ich könnte ja auch öfter für dich kochen, wenn du möchtest. Ja? Kannst du öfter mal so eine Dinger hier vorbeibringen? Ist doch irre, Mann. Sag mal, hast du vielleicht mal ein paar Scheine für mich oder so? Ich guck mal, bestimmt. Ist das denn alles deins, was du hier hast? Na, was hast du denn erwartet hier? Hilton oder was? Mehr habe ich jetzt. Ist ja schon mal gut, irre, gut. Willst du eigentlich hier wohnen bleiben? Ich meine, ist das nicht gefährlich und jetzt im Winter so ziemlich kalt so ohne Heizung? Was heißt hier wohnen? Warten, willst du mir etwa helfen oder was? Wenn du mich denn lassen würdest, klar. Ich meine, du bist schließlich meine Mutter. Warte, du meinst so richtige Wohnung mit Dusche und mit Heizung oder was? Oder wie? Hört sich ja richtig gut an. Warte, wann denn jetzt gleich oder was? Schieb mal rein. Du kannst auch gerne erstmal zu Ende essen, wenn du willst. Nee, kann ich euch mitnehmen. Hast du was zu Hause? Ja, klar. Da? Hast du mal. Nimm mal mit. Lass mich verkommen, nicht verkommen. Okay, dann. Also, dann komm mal. Mein Kartoffelsalat, meine Gitarre brauche ich auch. Na, gestern hat der echt hier voll genervt, wie alle aufgelaufen sind. Ehrlich mal. Aber wenn die mir wirklich jetzt helfen will, wo ist das Problem? Ich krieg ein gutes Dach über den Kopf. Na ja, und dann muss ich ja sagen, wo die hierher kommen, ist bestimmt noch mehr zu holen. War ist ja schon nicht mal schlecht hier für den Anfang. Die Begeisterung ihrer Mutter freut Kim sehr. Sie beschließt, Andrea bei sich aufzunehmen und ihr ein besseres Leben zu bieten. Oh, richtig schick hast du das hier. So, das ist ja bloß eine Zwei-Raum-Wohnung. Ja, Küche hast du ja gerade gefunden. Was, ein Kim Bier da? Ist ja scheiße hier.
Ja, vier rechts hast du dann das Bad. Ey, richtig geil hier. Ja, das geile ist dann Burg. Mein Wohnzimmer. Ey, im Bett. Ja, ist und das ja wäre geil hier. Ey, könnte ich ja glatt hier mal erstmal Runde pennen, weißt du? Ist zwar eigentlich mein Bett, aber egal, dann schlafe ich einfach auf der Couch neben einem Wohnzimmer. Aber eigentlich willst du halt noch ein bisschen Hunger. Da machst du noch ein paar von den Frikadellen für mich oder so. Ich kann dir noch welche machen. Ja, und Süppchen vielleicht auch noch. Okay, Suppe habe ich jetzt nicht, die müsste ich noch mal kaufen. Aber Supermarkt ist bloß zwei Blocks weiter, dann das wäre kein Problem. Ja, wäre spitze. Dann könnten wir ja vielleicht nach dem Essen ein bisschen reden, uns kennenlernen oder ja, so. Ja, klar, wenn du willst. Okay, mal. Gut, dann bis gleich. Warte mal, könntest du mal vielleicht noch ein paar Bierchen mitbringen? Jette vielleicht? Ja, klar, sicher. Nee. Für Andrea muss das alles total neu sein, so eine Wohnung mit allem drum und dran. Ich habe zwar selbst nicht viel, aber sie hat jahrelang auf der Straße gelebt. Das muss das Paradies auf Erden für sie sein. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich sie von der Straße geholt habe und ihr damit helfen konnte. Es wird schon alles gut werden. Kim hat ihren Adoptiveltern Nadja und Roland ihre Notlüge verziehen und inzwischen wieder guten Kontakt zu ihnen.